In diesem Video geht es um die besten Vorverstärker. Der Qualitätssieger in unserem Vorverstärker-Test geht an den Cambridge MCMM. Ganz gleich, ob Sie Ihre Schallplattensammlung entstauben oder sich im Zuge des Vinyl-Revivals der analogen Musik zuwenden, der Moment, in dem Sie die Nadel auf Ihr Lieblingsalbum fallen lassen, ist ein einzigartiges Erlebnis. Um die einzigartige Wärme des Vinylklangs zu bewahren, wurde der Duophono-Vorverstärker sorgfältig mit einem hochmodernen Schaltnetzteil und einem neuen, oberflächenmontierten Platinenlayout entwickelt, um unerwünschtes Rauschen zu reduzieren. Aufgrund der niederpegeligen Signale, die ein Plattenspieler erzeugt, können nicht alle Hi-Fi-Verstärker direkt mit einem Plattenspieler verbunden werden. Der Phono-Vorverstärker verstärkt dieses Signal so, dass eine Endstufe damit arbeiten kann. Hier kann es aber leicht zu zusätzlichen Geräuschen kommen. Genießen Sie den warmen Klang von Vinyl ganz für sich dank des integrierten Kopfhörerausgangs am Duo. Nur Cambridge Audio hat eine 6,35 mm Kopfhörerbuchse direkt in die Phono-Vorstufe integriert, damit Sie Ihre Platten auch dann hören können, wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, sie laut abzuspielen. Dank des integrierten Kopfhörerausgangs müssen Sie zudem den Verstärker nicht einschalten, nur um Ihre Kopfhörer mit Strom zu versorgen, was für ein umweltfreundlicheres Musikerlebnis sorgt. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Hamapar 506. Der Phono-Vorverstärker verstärkt und entzerrt die Plattenspielersignale, so dass die Signale dem Receiver angepasst werden. Das Signal wird von Phono auf Line verstärkt, ideal zum Anschluss des Plattenspielers mit Magnet an Hochpegel-Eingänge von Mischpulten oder Verstärkern. Wenn Ihr Plattenspieler über eine Masseleitung verfügt, können Sie diese mit der Ground-Schraube am Vorverstärker verbinden. So erdet sich der Phono-Verstärker mit dem Plattenspieler. Der Vorteil: kein Rauschen, kein Brummen, kein Dröhnen oder Scheppern ist beim Abspielen Ihrer Lieblingsmusik zu hören. Doch auch ohne Erdungskabel können Sie Plattenspieler mit Phono-Vorverstärker problemlos verbinden. Das passende Cinch-Kabel zur Verbindung ist im Lieferumfang enthalten, so dass Sie direkt loslegen können. Die Cinch-Stecker sind farbig gekennzeichnet, damit der Anschluss problemlos gelingt. Der Preis-Leistungssieger in dem Vorverstärker-Test ist der Behringer PP400. Der PP400 ist ein ultrakompakter Phono-Vorverstärker, der Ihr Phono-Signal in ein Line-Pegel-Signal umwandelt. Er ist ein sehr rauscharmer Operationsverstärker. Ein 12 Volt DC-Netzteil ist im Lieferumfang enthalten. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.